ziemlich groß, gerade weil man vorher das vielleicht nicht so erwartet hätte, dass es so ein enges Spiel wird. Ich habe FCA jetzt noch nie spielen sehen diese Saison, aber habe viel Positives von der Mannschaft gehört, dass es eine spielstarke Truppe ist. Und ich denke, auf den Platzverhältnissen kamen sie vielleicht nicht ganz so gut zurecht, wie man erwartet hätte. Und wir haben einen riesen Moral erwiesen, kamen immer wieder zurück. Bitter war es, dass jetzt in der Nachspielzeit ein abgefälschter Treffer halt das entscheidende Tor war. Und die Enttäuschung ist natürlich groß, aber ich denke, wir können auf die Leistung aufbauen und nächste Woche wieder in Rostov weiter dran anknüpfen. 3-1 geführt, ja, zur Halbzeit. Ich habe die Jungs gewarnt in der Halbzeit, habe denen gesagt, wenn die einen Prozent haben, das 3-2 zu machen, ja, dass sie natürlich dann aufs 3-3 gehen. Ja. Hätten wir es, sage ich mal, 4-1 nach der Halbzeit gemacht, wäre es vielleicht einfacher gewesen für uns. Ja. So kommen sie ran, machen es 3-2, kriegen dann auch eine rote Karte, machen dann noch 3-3, wir machen dann sofort das 4-3. Ja. Dann kriegen die noch das 4-4 mit 10 Männern. Auf jeden Fall auch Respekt an Seeheim für den Kampf und so. Und dass wir das Ding dann halt jetzt noch in der letzten Sekunde mit dem 5-4 gewinnen, ich hätte nicht mehr mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Freue mich natürlich drüber. Und wie gesagt, das Spiel war halt wirklich, soll man sagen, verrücktes Spiel. Ja. Top-Spiel, war alles drin. Ja, meine so rote Karten müssen natürlich gehören nicht dazu, sage ich mal. Ja. Aber in dem Spiel war wirklich alles drin. Ich habe die Situation jetzt nicht gesehen. Ich war im Rücken zum Spielverlauf, habe nur einen Schlag gehört im Hinterkopf und habe mich dann umgedreht. Dann gab es ein Handgemenge. Unser Spieler hat dann die rote Karte gesehen. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, warum. Ich habe gehört, es war anscheinend eine Beleidigung. Weiß ich jetzt nicht genau und kann ich, wie gesagt, nicht großartig was zu sagen. Also ich hab's gar nicht gesehen. Ja, also irgendwie haben sie gemeint, dass ein Spieler von uns wohl irgendwie einen gewischt hat. Dann, warum jetzt auch der 17er rote Karte bekommen hat, weiß ich auch nicht. Ob er jetzt Tätlichkeit oder irgendwas zum Schiri gesagt hat. Also wie gesagt, ich habe es leider nicht genau erkennen können. Also wir haben jetzt kein konkretes Aufstiegsziel ausgesetzt. Ich denke, einstelliger Tabellenplatz kann man jetzt auch sagen, dass wir unter die ersten 5 uns platzieren wollen und damit zufrieden werden. Deswegen stehen wir gerade gut da, auch trotz der Niederlage denke ich, dass wir so weitermachen wie bisher. Also wir haben sowieso von Anfang an gesagt, dass wir um Aufstieg spielen wollen. Also wir sagen jetzt gar nicht, nee, wir gucken mal, was es bringt. Ich meine, wir trainieren 4-mal die Woche, haben gute Spieler. Vielleicht auch nochmal da gesagt, wir trainieren wirklich 4-mal die Woche und geben 4-mal die Woche Gas. Trainieren fast 2,5 Stunden. Also es ist schon für mich als Trainer auch gut, dass ich 4-mal die Woche trainieren kann. Ich weiß, wir sind hier in der KHL und viele trainieren nur 2-mal die Woche oder 3-mal, weil sie Arbeit haben, Hobbys, das als Hobby sehen und so. Bei uns ist es schon ein anderer Ansporn auf jeden Fall. Aber wir wollen raus aus der Liga, wollen eine Liga höher. Wenn es geht, vielleicht nächstes Jahr dann auch nochmal eine Liga höher, um dann wirklich Verbandsliga, sage ich jetzt mal, wo man das auch Ganze als Wettbewerb sieht. Ja, weil so in diesen Amateurligen, KHL, sage ich jetzt mal, ist es schwierig, weil die Vereine uns so, schon so ein bisschen anders sehen. Profiverein, höre ich immer. Und ja, wie gesagt, wir wollen schon hoch. Also wir sagen jetzt gar nicht, jetzt fängt der Titelkampf an, sondern wir wollten von Anfang an. Jetzt haben wir 6 Siege, ja, in Folge. Und wie gesagt, besser kannst du als Trainer nicht laufen, wenn du 6-mal in Folge gewinnst. Ja. Und wie gesagt, wir wollen hoch, ganz klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.